Ein Mysterium. Man kann es ein bisschen vergleichen wie Telepathie. Paranormal. Von Herz zu Herz eine Verbindung aufbauen. In der Schweiz gibt es einen Typ, der kann mit dir reden. Und das Ganze funktioniert sogar über das Telefon. Tierkommunikation mit deinem Liebling heisst es da. Egal ob Hund, Katze, Pferd, Nager, Ameise oder Elefant. Ich spreche mit jedem Tier. Haben wir natürlich gerade ausprobieren. Und für das brauchst du erst mal ein Haustier. Am besten etwas Pflegeleichtes. Der war in meiner Garde drin, oder? 80 Stutz. Nehmen wir die, glaube ich, mit. Die sehen gut aus. Erworben. Ja, das sind's. Meine beiden Fasänen, der Hampi und Marlies. Ja, aber seht ihr, die beiden sind doch tot. Remo, so etwas darfst du nicht sagen. Hört nicht auf den. Nein, auf den müsst ihr gar nicht hören. Gell? Ja, grüezi Wieler. Also, wegen Ihnen zwei Fasanen. Genau. Ich habe mit diesen Gesprächen geführt, jetzt heute Nachmittag. Oh, empfangen Sie jetzt eigentlich direkt über das Tier, gerade, wenn ich da nebenan hocke? Ja, ich schaue das Foto an im Moment. Das ist für mich die Verbindung über das Foto. Aha. Wissen Sie, was ich mich auch frage? Legt dann die Marlies keine Eier mehr? Also, die Marlies sagt mir, dann sind die Eier schon vorbei. Aha. Ja, das ist ja gut. Kriegst du keine Eier mit dem Fall, gell? Nein, nein. Jetzt sind ja die Tiere kräftig und fit, oder? Wissen Sie da ungefähr, wie lange die noch leben? Ja, ich habe das Gefühl, etwa noch ein bis zwei Jahre, ja, wenn die noch leben. Aber mal schauen, ob er von seinen Fähigkeiten auch noch so überzeugt ist, wenn er den Hampi und den Marlies mal in echt kennenlernt. Getroffen haben wir ihn dann in St. Gallen an einer Messe, die er sogar selber organisiert hat. Hey, kurze Frage. Kennen Sie die beiden Fasänen? Nein, sagt man nicht. Das wäre der Hampi, genau. Und ja, Marlies. Und Marlies, ja, richtig, genau. Ja, okay. Haben Sie gemeint, Sie wollen bei mir auf dem Hof bleiben und Sie leben noch ca. 2,5 Jahre? Jawohl. Wie erklären Sie sich das? Was ich als Information bekomme, ist für sich Situation, wo das Tier gelebt hat. In Ihrem Vortrag haben Sie behauptet, Sie merken, wenn Tiere tot sind, wenn Sie mit ihnen kommunizieren. Ja. Wieso haben Sie das beim Hampis und bei den Marlies nicht gemerkt, zum Beispiel? Die Sitzung mit uns hat 80 Franken gekostet. Wir würden das gerne gerade jetzt noch begleichen. Und ausgerechnet, der Mann, der sonst keine Skrupel hat, verzweifelten Menschen das Geld aus dem Sack zu ziehen, hat uns jetzt auf einmal nicht mehr wollen. Einmal mehr. Paranormal. Dürfen doch bald. Drum. Ist gut. Nein, ist gut. Dann können wir jetzt eigentlich wieder heim. Was meinst du, Marlies? Easy Magazine auf YouTube abonnieren. Ich kann's auch! Ich kann mit dir reden! Schreibt mir, wenn ihr Kontakt habt mit eurer Katze.